Na und willkommen zu einem neuen App Store Check. Ich wollte es euch nochmal kurz zeigen, weil gerade die andere Aufnahmesoftware, mit der ich das aufgenommen habe, mal wieder abgekackt ist. Diese blöde Scheiße, dieses Reflektor ist so ein Schrott. Dafür bezahlt man viel Geld und diese Scheiße funktioniert so unzuverlässig, es ist unglaublich. Und es waren so schöne Momente dabei, es regt mich auf. 256 Hops haben wir geschafft von 180. Geil, geil. Und dann kackt diese scheiß Software ab und es ist alles weg. Naja, aber nichtsdestotrotz will ich es einfach mit euch dann nochmal gemeinsam probieren. Denn heute, wenn wir mal kurz einen Blick in den App Store werfen, ist nämlich folgendes. Es ist in der App Store alles zugeklatscht mit der momentanen Red-Kampagne, Product Red. Da geht es ja um Spenden für die Organisation gegen AIDS seitens Apple. Alles ist im roten Style. Selbst Clash of Clans bei den Umsatzstärksten ist in Rot. Gratis hat sich auch wieder nichts getan. Das ist immer noch hier Candy Crush Soda Saga. Und selbst Monument Valley ist in Rot. Und weiß der Geil, was noch alles in Rot heute hell erleuchtet, beziehungsweise diese Woche hell erleuchtet. Von daher, da hat sich nicht groß was getan. Deswegen wollte ich euch oder möchte euch meinen persönlichen Geheimtipp momentan vorstellen. Und zwar ist es Crossy Roads. Frogger Reloaded in Minecraft, Blockoptik und isometrischer Ansicht. Was man hier machen kann, ist ganz einfach. Man tippt die ganze Zeit mit dem Finger drauf und sein Figürchen hops dann entsprechend weiter durch die Welt. Und das kann ein Hühnchen sein, das kann ein Frosch sein, ein Hund, ein Häschen, was man eben so freispielt. Und man kann Coins sammeln auf der Strecke. Nicht nur durch diese kleinen C-Dinger, indem man immer einen Coin zusätzlich einsammelt, sondern eben auch durch überhaupt durch Spielzeit. Und dann kann man sich das gegen Coins eintauschen lassen. Dann gibt es Geschenke, kann sich neue Charaktere frei kaufen durch diese Coins. Aber keine In-App-Käufe in dem Sinne, sondern halt eben durch Freispielen. Und so kann man dann eben diesen Endlos-Runner mit seiner Suchtgefahr, seine Sucht mit diesem suchtvollen Endlos-Runner dann stillen. Und wie ihr sehen könnt, ja, hier, man kann Coins verdienen, indem man sich ein Video guckt. Ein Geschenk hatte ich vorhin eingelöst bei der ersten Aufnahme, deswegen in 6 Stunden gibt es erst wieder ein neues. Und Preisgewinn kann man auch, das machen wir jetzt mal kurz hier. Ja, da muss ich 100 Coins für einlösen. In diesem geilen Jackpot. Und dann macht's einmal Klöder, Klöder. Die eckigen Pokebälle in blau-weiß kommen dann raus. Da klicke ich mal drauf. Und was habe ich? Eine Schnecke! Woo! Jetzt könnte ich für 100 Coins noch so ein Rubbellos da mir holen. Oder mit einer Schnecke. Über die Straße slimen. Das ist ja gar... Deadpool-Schnecke. Aber nein, ich persönlich finde immer noch das Hühnchen hier am geilsten da. Man kann es auch sich random auswählen lassen, aber das Hühnchen ist momentan meiner Meinung nach immer noch ungeschlagen. So, und bevor wir nicht wieder die 200 geknackt haben, mache ich auch diese Runde nicht aus. Von daher, man muss auch auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht mit dem Adler in Berührung kommt, weil der erscheint, wenn man zu lange wartet. Dann nimmt er einen mit und dann ist Arschkarte. Und deswegen bewege ich mich auch immer so rasant durch die Welt und lasse jetzt auch einfach mal die Coin-Chips liegen, weil ich jetzt erstmal einfach nur meinen Rekord knacken möchte. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so einfach sein wird. So, nein, 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 ah, fuck! Muss auf jeden Fall auf diesen Strudel da am Ende aufpassen, weil dann, da ist das Ende der Welt sozusagen. Und sonst wird man da mitgerissen und dann ist Arsch! Ach, kacke. Das war gerade... Habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Kein guter Start. Das hat schon so gut geklappt. Es regt mich so auf. Auf Technik ist kein Verlass. Und nein, damit meine ich nicht den Typen von Saturn. Damit meine ich die Technik, die man zu Hause hat. Beziehungsweise die von Apple, die so unzuverlässig funktioniert. Naja, reden wir nicht darüber. Haben wir Spaß. Und ich sterbe hier in diesem Auto. Kackmist. Nochmal jetzt volle Konzentration. Oh, diese Grünflächen, ne? Das ist echt, das sind geschenkte Hops. Also wenn man sich da kurz ein bisschen auch zurückzieht und sich nochmal besinnt, dann kann man hier echt auf solchen langen Grünflächen viele Hops Hüpfer abzwacken. Heißen die auch wirklich Hops? Weiß ich gerade gar nicht. Ich sag jetzt einfach mal ja. Warum? Weil ich möchte, dass die so heißen. Weil ich diesen Namen irgendwie schön und treffend finde. Jetzt aber. Hoch, runter, links, rechts. Und man muss bei der Steuerung aber tatsächlich
aufpassen, dass man nicht aus Versehen in eine falsche Richtung driftet, weil die manchmal noch ein bisschen schwammig ist, die Steuerung. Aber wenn man sich dann einmal ein bisschen eingegroovt hat, dann geht das eigentlich. Oh, jetzt nicht zu lange warten. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung. Okay. Weiter geht's hier. Hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Zack, zack, zack. Flock, zurück. Zack, zack, zack. Rüber, rüber. Zack. Oh. Okay, da ist der. Das Schilfding, Blattding. Oh nein, 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 das wird knapp. Oh mein Gott. Oh. Oh, es wäre fast wieder Zeit für den Adler gewesen. Aber wir haben es mal da weggehen. Nein! Ah! Ein Tap zu viel. Ein Tap zu viel. Okay, einmal versuchen wir es noch. Einmal noch. Einmal noch die 200 abgrasen. Geschenkte Sprünge, Rasenfläche, geil, 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 rüber. Zack, 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 zack. Ah, ah, ah. Zack, 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 durch den Busch hier. Wow, ich glaube, bei manchen ist das Spiel auch ein Handykiller. Ah, scheiße. Oh, aber ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Mein Tipp habt ihr definitiv für dieses Game. Geil, geil, geil. Ich glaube, es ist immer noch kostenlos, von daher, ihr könnt da nichts mit falsch machen. Crossy Roads für iOS-Devices, beziehungsweise für die kleinen iOS-Devices. Holt es euch und wir sehen uns spätestens zu einem nächsten neuen App-Store-Check oder auf dem Twitch-Stream oder auf meinem Hauptkanal oder auf meinem Zweitkanal wieder oder Facebook oder Twitter oder Instagram. Ihr wisst schon, bis dahin, macht's gut!